Hallo Leute, willkommen zurück. Kontaktieren wir nochmal die Kontaktperson. Ich hab dir eine Menge Unannehmlichkeiten bereitet, daher bin ich dir was schuldig. Eona hat mir erzählt, dass ihr auf der Suche nach einem Raptor-Wissenschaftler namens Sarkov wart. Ich hab mich mal ein bisschen umgehört. Du findest ihn im Kosroth-System. Doch du wirst keine Landeerlaubnis für die Station bekommen. Zufällig kenne ich aber noch einen alten Schnapsschmuggler in der Gegend. Ich werde mich mit ihm in Verbindung setzen. Er heißt Mitri. Triff ihn dort in der Bar. Ach ja, falls du noch Lust auf ein kleines Abenteuer haben solltest. Ich bin noch eine Weile hier. Lust auf ein Abenteuer. So. Ah, es gibt doch noch eine Sidequest hier. Okay. Ja, nun. Erstmal speichern das Ganze. Ehre, Chiron. Du hast meine Konkurrenten ja schon kennengelernt. Seit langem wusste ich schon, dass sie mit Waffen handeln. Doch nun habe ich herausgefunden, dass sie sich sogar von den Raptoren beliefern lassen. Und das ist noch nicht alles. Sie lassen sich sogar regelmäßig von Rebellen anheuern, um Konzerne zu sabotieren. Sie sorgen im Endeffekt dafür, dass Mortauk durch Raptorwaffen getötet werden. Irgendjemand muss sich um diese ehrlosen Narren kümmern. Mit ein paar von meinen Leuten will ich deshalb die nächste Waffenübergabe platzen lassen. Doch das wird nicht einfach. Einen echten Kampfpiloten wie dich könnten wir noch gut brauchen. Dann. Witzig, dass die Stimme von dem sich irgendwie verändert, ne? Scheint jedenfalls so. Das ist irgendwie komisch. Aber gut. Money, 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 ne? Dann wollen wir nochmal schauen. Jetzt gibt's erstmal wieder Piraten, ne? Ja. Na dann komm. Ich brauch das Geld sowieso. Muss man da ja noch weiterkommen. Ich schenke dir ewigen Frieden. Mhm. Schilde durchdrungen. Oh Mann, das hat gesessen. Zu hier, ne? Da machst du nichts. Bumm. Also erstmal zur Handelsstation. Erstmal Schiff reparieren. Besser ist das. Hier Patrouille! Überprüfung auf Besitz von Schmuggelware gestartet. Ich habe gar nichts gestartet. Wenn ihr einfach startet, kann ich nichts dafür. Gibt es denn ein paar dolle Sachen, die man sich kaufen könnte? Energieschild Klasse 4. Ich brauche alles so Klasse 3, ne? Generator wäre ganz gut, ja. Nachbrenner sicherlich auch. Aber da kann sich hier gerade kaum einer leisten. Ja, muss man mal sehen.
Man könnte auf Piratenjagd gehen, ne? Na gut, kümmern wir uns erst um die Sidequest. Gucken, dass wir die schaffen. Bringt so jetzt nämlich erstmal alles nichts. Haben wir nicht die Voraussetzungen dafür. Chiron, du kommst genau richtig. Die Warenübergabe steht kurz bevor. Mhm. Die Mortok-Schmuggler haben bereits den Treffpunkt erreicht und warten auf die Waffenlieferung der Raptor. Wir müssen die Bande erledigen, bevor die Raptoren kommen. Genau ist jetzt der Auftrag. Übergabe platzen lassen. Nun. Schauen wir mal, wie das jetzt hier läuft. Ich hatte also recht. Das ist ein Militärkreuzer der Raptoren. Dieses ehrlose Pack wird direkt vom Raptor-Militär mit Waffen beliefert. Wir müssen uns beeilen. Mach die Schmuggler fertig, bevor der Kreuzer in Reichweite ist. Sonst wird das ein sehr harter Kampf. Der macht es uns ja leicht. Flieg direkt vor unsere Nase. Wir werden sehen, ob Ehre oder Feigheit siegt. Schmuggler kümmern. Machen wir das doch. Hat den Raptor-Kreuzer hier oder wie? Okay. Verdammt! Habe gerade mein Schild verloren! Oh shit.
war ich wohl zu nah dran, ne? Also noch einmal das Ganze. Ehre, Chiron. Du kommst genau richtig. Die Warenübergabe steht kurz bevor. Die Mortok-Schmuggler haben bereits den Treffpunkt erreicht und warten auf die Waffenlieferung der Raptor. Wir müssen die Bande erledigen, bevor die Raptoren kommen. Ich hatte also recht. Das ist ein Militärkreuzer der Raptoren. Dieses ehrlose Pack wird direkt vom Raptor-Militär mit Waffen beliefert. Wir müssen uns beeilen. Mach die Schmuggler fertig, bevor der Kreuzer in Reichweite ist. Sonst wird das ein sehr harter Kampf. Der macht es uns ja leicht. Flieg direkt vor unsere Nase. Wir werden sehen, ob Ehre oder Feigheit siegt. Na denn. Komm mal drauf da, wa? Sehr gut. Das war der erste Frachter. Dann können wir gleich mal den Rest, ich schon mal auf den zweiten Schmuggler auf. Oh shit. Zeit verglüht. Das kann nicht wahr sein. Ehre, Chiron. Du kommst genau richtig. Die Warenübergabe steht kurz bevor. Die Mortok-Schmuggler haben bereits den Treffpunkt erreicht und warten auf die Waffenlieferung der Raptor. Wir müssen die Bande erledigen, bevor die Raptoren kommen. Ich hatte also recht. Das ist ein Militärkreuzer der Raptoren. Dieses ehrlose Pack wird direkt vom Raptor-Militär mit Waffen beliefert. Wir müssen uns beeilen. Mach die Schmuggler fertig, bevor der Kreuzer in Reichweite ist. Sonst wird das ein sehr harter Kampf. Der macht es uns ja leicht. Flieg direkt vor unsere Nase. Wir werden sehen, ob Ehre oder Feigheit siegt. Nummer 2. Na dann. Ja,
auf geht's. Dann geht das wohl hin. Es war ein böses Spiel. Raptor Militärs liefern Waffen an Mortok-Piraten. Die lassen sich von Rebellen anheuern und bekämpfen die Mortok-Konzerne. Und die Raptor lachen darüber, wie wir uns gegenseitig zerfleischen. Gut, dass dies nun vorbei ist. Du hast wieder einmal ehrenvoll gekämpft, Kairon. Hier, die versprochene Belohnung. Wenn du jemals Hilfe brauchen solltest, komm zu mir. Ist klar. Das war Bescheid, ne? So, jetzt habe ich sogar komplett 100% und muss nicht mal zu einer Handelsstation mich reparieren fliegen. Interessant. So, dann gucken wir doch mal. Fliegen wir ein bisschen in das andere System noch, ne? Doch, da kommen wir erstmal so gar nicht rüber, ne? Dafür muss ich mir mit Sicherheit was in der Handelsstation holen, ne? Würde ich fast drauf wetten. Na, hier ist es wenigstens piratenruhig, ja. Okay, Beladung abgeschlossen. Schau, dann gucken wir noch mal. 6 Lichtjahre, Energieklasse 3. Fehlt's mir nur an Geld, ne? Ja, dann.
zu bringen, was sonst gehört. Naja, ist da erstmal bis zur nächsten Folge, Dax. Macht's gut, war besser.